Du bist Kleinunternehmer und möchtest wissen, wie deine Rechnung aussehen muss? Wenn ja, dann bleib dran, die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du Kleinunternehmer bist, dann fragst du dich vielleicht, wie denn deine Rechnung aussehen sollte und was du genau beachten sollst. Um das zu beantworten, solltest du erstmal wissen, dass die Kleinunternehmerregelung eine Regelung aus dem Umsatzsteuergesetz ist. Sie bedeutet aber nicht, dass du dich nicht an das Umsatzsteuergesetz halten musst. Im Umsatzsteuergesetz sind natürlich ein paar mehr Paragraphen drin und Paragraph 19, die besagt die Kleinunternehmerregelung, sagt, dass du keine Umsatzsteuer abführen musst, sagt aber nicht, dass du das komplette Umsatzsteuergesetz ignorierst. Du musst dich trotzdem an alle anderen Regeln aus dem Umsatzsteuergesetz halten. Und das ist für die Rechnungsstellung vor allen Dingen in zwei Punkten interessant. Der erste Punkt ist, deine Rechnungen als Kleinunternehmer müssen alle Rechnungsbestandteile, auf die komme ich gleich noch zu sprechen, enthalten. Das heißt, deine Rechnung muss grundsätzlich vom Aufbau genauso aussehen wie jede andere Rechnung von jedem anderen Unternehmen auch. Und der zweite Punkt, der für dich wichtig ist aus dem Umsatzsteuergesetz, ist der Punkt, dass du verpflichtet bist, eine Rechnung zu stellen. Auch als Kleinunternehmer musst du Rechnungen schreiben. Zumindest immer dann, wenn dein Kunde ein Unternehmen ist. Eigentlich unterscheidet die Rechnung eines Kleinunternehmers sich nur von einer normalen Rechnung durch den fehlenden Umsatzsteuerausweis. Das heißt, du als Kleinunternehmer darfst keine Umsatzsteuer ausweisen. Das kannst du auf zwei Arten machen. Entweder schreibst du einfach 0% Umsatzsteuer drauf und dann ist der Bruttobetrag gleich der Nettobetrag oder du lässt die Position Umsatzsteuer einfach komplett weg. Was aber auch ganz wichtig ist, du musst auf deine Rechnungen noch einen Hinweis aufnehmen. Das heißt, du musst einen Satz auf deine Rechnung schreiben, der erklärt, warum du keine Umsatzsteuer ausweist. Sonst läufst du Gefahr, dass deine Kunden deine Rechnung ablehnen und nicht bezahlen werden. Da solltest du draufschreiben, beispielsweise kein Umsatzsteuerausweis gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz oder kein Umsatzsteuerausweis aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz. Irgendwie sowas. Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, wie dieser Satz formuliert sein muss. Du findest einige Beispielsätze unten in der Videobeschreibung. Such dir einfach einen aus, der dir am besten gefällt. Kopier ihn raus, schreib ihn auf deine Rechnung. Dieser Punkt ist wirklich wichtig. Also keine Umsatzsteuer und der Rechnungshinweis. Denn wenn du Umsatzsteuer ausweist, dann musst du sie abführen, auch wenn du Kleinunternehmer bist. Wie ich schon erwähnt habe, muss deine Rechnung sonst aber so aussehen wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Ich habe schon mal ein Video aufgenommen dazu, wie muss eigentlich generell eine Rechnung aussehen. Das kannst du dir hier einmal anschauen. An dieser Stelle nur so ein paar Angaben, die auf jeden Fall auch auf deiner Kleinunternehmerrechnung auftauchen sollten. Erstens natürlich deinen Namen und deine Adresse. Dann auch der Name und Adresse deines Kundens. Außerdem solltest du deine Steuernummer angeben, entweder deine Steuernummer für die Umsatzsteuer. Wenn du da noch keine hast, schau dir das Video an, da zeige ich dir, wie du deine Steuernummer beantragen kannst. Alternativ zur Steuernummer kannst du aber auch deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben. Außerdem sollte deine Rechnung natürlich eine Nummer haben. Das heißt, schreib auf jeden Fall eine Rechnungsnummer drauf. Diese Rechnungsnummer muss fortlaufend sein. Wichtig außerdem ist das Datum. Das heißt, deine Rechnung braucht ein Datum, das heißt ein Ausstellungsdatum. Das ist auch für den Kunden wichtig, damit er weiß, wann er muss er bezahlen. Wenn er 30 Tage Zahlungsfrist hat, muss er natürlich wissen, von wann die Rechnung ist. Außerdem, wenn es denn auch abweichend ist, brauchst du ein Leistungsdatum. Das heißt, wann hat die Lieferung stattgefunden, wann hat die Dienstleistung stattgefunden. Das muss nicht ein bestimmtes Datum sein. Das kann natürlich auch ein Zeitraum sein. Wenn du beispielsweise eine Dienstleistung über 3 Monate abrechnest, dann schreib diesen Zeitraum auf die Rechnung. Außerdem musst du auf deine Rechnung natürlich schreiben, wofür du die Rechnung eigentlich schreibst. Das heißt, die Beschreibung deiner Dienstleistung oder die Beschreibung der Ware oder des Gegenstandes, den du verkauft hast. Das heißt, die handelsübliche Bezeichnung dessen, worüber du die Rechnung eigentlich schreibst. Und dann gibt es normalerweise noch eine Reihe von Angaben rund um die Steuersätze. Das entfällt bei dir vollständig, weil du keine Umsatzsteuer ausweist. Stattdessen brauchst du halt den Rechnungshinweis und die 0% Umsatzsteuer. Auf der sicheren Seite bist du bei deiner Rechnungsstellung übrigens immer dann, wenn du sie mit einem professionellen Tool erstellst. Wenn du einfach ein Rechnungsprogramm nutzt, du kannst übrigens auch in der Kontist-App in der Browser-Version Rechnungen schreiben, dann kannst du sicher sein, dass immer alle Pflichtbestandteile der Rechnung enthalten sind. Wenn du aber erstmal günstig anfangen möchtest, dann findest du auch eine Vorlage, eine Google Spreadsheet-Vorlage, die du nutzen kannst. Duplizier dir bitte das Formular. Findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn du jetzt als Kleinunternehmer erstmal irgendwie eine Rechnung schreiben möchtest, um bezahlt zu werden, dann findest du eine Vorlage auch in der Videobeschreibung.
Ich hoffe, mit diesem Video bist du jetzt bestens gerüstet für deine Rechnungen als Kleinunternehmer. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar. Wenn du jetzt aber denkst, ja, Rechnungsstellung ist ja das eine, aber was mit der Buchhaltung und der Steuererklärung, darauf habe ich auch keine Lust, dann schau dich auf dem Kanal um. Wir haben schon einige Videos aufgenommen über die Themen. Oder lager das Ganze einfach an den Steuerberater aus. Zum Beispiel an uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und kennen uns wirklich gut mit der Kleinunternehmerregelung aus. Viele unserer Mandanten sind Kleinunternehmer. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir jetzt einmal hier, deswegen schau da sehr gerne einmal vorbei. Schau aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei. Was das genau ist, erfährst du in diesem Video oder schau die weiteren Videos zur Kleinunternehmerregelung an, die verlinke ich dir einmal hier. Oder schau dir unsere ganzen... Mann, ey!